Moin moin, und da sind wir wieder zurück. Oh fuck. Ja, egal. Egal. What the fuck, ey? What the fuck? Ach, du liest. Egal, lass mich liegen. Lauf weiter, weiter. Okay. Kommt er denn jetzt wieder hoch? Achso. Ruhe. Blas, ja. So, hier können wir jetzt durch. So, so. Ich lock mal ein bisschen was an. Ja. Okay, rechts die Stufen hoch. Hui. Ja, nun mal hier raus, raus wieder hier um die Ecke. Ja. Zusätzlicher Schaden. Zu stark. Okay, das ging. Natürlich auch. Ja, hin und wieder ist das einfache. Ja, normal geht man hier unten rein. Und dann kommen die alle. Ja. Ja. Bin schneller als ein Centaur. Aha, von hinten. So, hier. So. Ja, jetzt von zwei Seiten ist natürlich scheiße. Ja. Ah. Wir machen das gerade echt völlig falsch. Ach. Wir machen das anders. Ja, ja, ja. Ah, hier hinten ist noch so ein super Freund hier. Ich komme durch. Gibt's ja aber auch ein paar, die. Ich frage mich gerade, spawnen die hier gerade schon wieder oder. Nee, nee, ja. Das war nichts nach. Nein, 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 das ist nicht. Ja, sie kommen angelaufen. Sie kommen angelaufen. So, jetzt mal hier vorne hin. So, no, now stealth. Nun bitte stealth. Naja, auch egal. Jetzt können wir auch durchlaufen. Okay. Laufen, laufen. Hüpfen. Ja. Hüpfen, hüpfen. Nicht. Wo und hinten in die Ecke. Okay. Da vorne liegt einer von uns. Ah, Fischi geht schon vorne ran, okay. Wer liegt denn da? Achso, der Messmann. Ja, dann können wir die jetzt eh töten, weil wir müssen sie sowieso töten. Geschnetzelt. So, fertig. Jetzt nur noch der dicke Fallrock.
Hinweg damit. C10 bitte. Ja. Augenblick. Dann. Bist du soweit? Ja. Ja. Komm mal gut. Ja. Das ging fix. Upi. Banditen, die ihresgleichen an die Zentauren verkaufen? Schon der Gedanke daran macht mich krank. Noch seltsamer ist, dass diese Gänge nicht angelegt werden konnten, ohne dass jemand davon Wind bekommt. Ich bin sicher, dass einer der Diener etwas weiß. Ab sofort kümmert sich die glänzende Klinge darum. Vielen Dank und gute Reise. Gute Besserung. So. Ja, gehen wir hier mal raus, ne? Ja, sofort. Hm. Natürlich Inventar voll. So, wunderbar. So. Drehen wir erstmal in Ruhe eine kleine Kippe. Mach das. Ich muss jetzt auch dringend erstmal etwas mich entleeren. Und ich meine das Inventar. Die Plätschern hörst du es gleich nicht. Höchstens die Nase. Forschungsmodus wieder betreten, wir waren noch durch. Nein, ja, ja, fertig. Genau, wir sollten da alles. Kontrolliere ich gleich nach, aber. Es ist, weil einer noch drin steht, wahrscheinlich oder so. Ja, der 24er oder so. Keine gratis Probe. Ich führe nur Waren höchster Qualität. Ja. So, gleich mal wieder sauber. Oh, so viel Glück zu fressen. Ich führe nur Waren. Volle Sachen haben wir ja nicht getroppt, ne? Also. Oh, nö, nicht unbedingt. Aber man kann ja mal Glück haben, ne? Dann kontrollieren wir kurz mal nach. Allgemein Verlies. Und ja, ist nicht mehr da. Sehr schön. Naja, es gibt halt immer ein bisschen Währung, ne? Also diese Beetletune-Siegel, die brauchst du dann doch mal für das ein oder andere Letty. Und Punkte, oder ne? Punkte kriegst du ja auch noch. Ja, genau. Und bei mir steht als nächstes Unterwerfung der Sorgen. Unterwerfung der Sorgen? Was soll das denn sein? Immer ein Vergnügen.
Wie heißt denn der Dungeon? Der heißt ja bestimmt nicht Unterwerfung der Sorgen. Alter. Das ist... Schaffelklippen. Auflöscherklippen? Okay. Also da fehlten mir einmal Koptevs Pfad und Rasolovs Pfad. Weg 2 und 3. Mhm. Der dritte ist Ferks Pfad. Ach, der fährt der erste Pfad noch? Ah, cool. Erste und zweite. Ja, den können wir auch eigentlich fast zu dritt machen. Gut, gehen wir mal Schaufelschreck. Ja, kurz die Wegmarke finden. Habe ich gepostet. Ah, danke. So, guck ich nochmal. Und welcher fehlt dir? Sascha? Der dritte, Raffelus Weg, oder was es war. Ja. Der dritte. Okay. Alle unterschiedlich. So. Auch wenn die Folge etwas kurz ist, machen wir an der Stelle einen Cut und sehen uns dann im Verlies wieder. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss.